Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, heute wieder ein neuer Versuch aus der Praxis. Ich habe euch hier ein Auto, habe ich mir da kurz geliehen. Es ist ein französischer Hersteller und dieses moderne Auto hat eine sogenannte Datenkrake. Oder wie soll ich sagen, es hat ein Funksystem integriert, wo aktuelle Daten rund um das Auto inklusive wahrscheinlich sogar was gesprochen wird. Es hat mehrere Mikrofone im Auto. Was Daten an den Hersteller überträgt. So ist die offizielle Beschreibung. Und es sollen angeblich nur fahrzeugspezifische Daten sein, die nur bei zum Beispiel Störungsfällen und so weiter weggefunkt werden. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile probiert. Es funkt quasi ständig. Also es macht mal 10, 20, vielleicht mal 30 Sekunden Pause und sonst funkt das Auto praktisch die ganze Zeit irgendwelche Daten an eine unbekannte Quelle, angeblich eben an den Fahrzeughersteller. Gut, ich habe mich geschützt dadurch, dass ich die Sicherung von diesem Sender rausgemacht habe und ich möchte euch das jetzt zeigen, indem ich die Sicherung wieder reinmache. Dazu habe ich den ESMOC-Spion dabei. Wir schalten mal ganz normal auf Hochfrequenz. Hier oben ist sonst relativ wenig. Wir hören im Hintergrund nur digitales Radio. Jetzt stecke ich mal ein und ein bisschen Radar. Jetzt stecke ich mal die Sicherung wieder rein. Wir sehen ein typisches GSM-Signal, es lockt sich jetzt ein. Und wir hören schon die Daten, wie es sich überträgt. Obwohl der Motor aus ist, obwohl niemand im Auto ist, überträgt das Auto jetzt Daten. Und es hört auch gar nicht mehr auf damit. Ja, also um sich jetzt wirklich schützen zu können von diesen Daten, es geht schon wieder los mit Daten übertragen. Ja, es macht da richtig viel. Also um sich wirklich schützen zu können in so einem modernen Auto, sehe ich nur den Weg, die Sicherung von diesem Sender, der integriert ist, rauszunehmen. Interessant ist, es gibt für dieses Auto keine Bedienungsanleitung, wo drauf steht, welche Sicherung was ist. Also ganz eine komische Sache, wenn man dann wirklich mal eine Not hat unterwegs und irgendeine Sicherung raushaut, kann man die gar nicht finden, es gibt gar keinen Plan im Auto, es gibt keine Bedienungsanleitung. Aber ich habe durch viel Versuchen die richtige Sicherung gefunden von diesem Datensender und die nehme ich jetzt raus. Die ist hier unter dem Armaturenbrett, unter dem Lenkrad. Das ist hier eine ganz kleine 5 Ampere Sicherung. Diese Sicherung ist praktisch der Sender und wenn die draußen ist, dann kann er nicht mehr funken, hat er keinen Strom mehr. Und ich muss euch empfehlen, weil die Datenübertragung ist sehr hoch, die Strahlung ist sehr stark während der Fahrt, weil der Sender immer mit voller Leistung diese Daten überträgt. Also ich kann nur empfehlen, bei diesen modernen Autos diese Sicherung zu entfernen. Und damit habt ihr eure Privatsphäre und gleichzeitig auch eine gewisse Funkfreiheit wieder hier im Auto.